Willkommen zur Pasta Party, dem Ernährungspodcast für Sportler und aktive Menschen. Unter dem Motto Nutrition meets Science dreht sich hier alles um die gesunde und zielgerichtete Ernährung. Im Alltag, im Training und im Wettkampf. Und hier sind eure Hosts, der Mediziner, Publizist und Triathlet Frank Wechsel und die Pharmazeutin, Ernährungsexpertin und Gründerin von NFT Sport, Caroline Rauscher. Hallo Caro, schön dich zu sehen. Servus Frank, ja, geht mir genauso. Grüß dich. Ich starte mal mit einer provokanten Frage in diesen Podcast. Hast du mal etwas vom Morbus Ottensen gehört? Morbus Ottensen? Nein, aber du wirst mir jetzt gleich sagen, was das ist. Ja, also Ottensen, hast du davon gehört? Nein. Das ist ein Szeneviertel in Hamburg. Und in Szenevierteln ist man ja besonders manchmal. Und es gab mal eine Phase, da galt man als besonders, indem man sagen konnte, ich habe eine Laktoseintoleranz. Oder ich habe Gluten oder sowas, ja. Ja, das war jetzt etwas ketzerisch. Wir wissen, dass manche Unverträglichkeiten auch so eine gewisse Modeerscheinung sind, ja, die dann abgelöst werden, auch mal durch andere Modeerscheinungen wie vegane Ernährung, die ja durchaus ihren Sinn machen kann. Und in diesem Viertel wollen wir uns heute bewegen, also nicht in diesem Viertel Ottensen, sondern in diesem inhaltlichen Viertel. Wir wollen über Milch und Milchunverträglichkeiten sprechen, sagen aber gleich, dass wir jetzt genug hier rumgeketzert haben. Wir werden nicht ideologisch werden jetzt, ja. Das heißt, wenn wir uns mit dem Thema Milch beschäftigen, beschäftigen wir uns nicht damit, dass die ja von der Kuh kommt und dass es ja durchaus gute Gründe gibt für eine vegane Ernährung. Wir postulieren jetzt mal, diese Episode ist für Menschen, für Sportler, für Aktive, die auch Milchprodukte nutzen oder sie vielleicht auch nicht nutzen, weil sie nicht vertragen. Und da wollen wir so ein bisschen aufklären, ja. Also es geht nicht um die Grundsatzfrage, ist vegane Ernährung die bessere? Dazu haben wir schon eine Episode gemacht, dazu werden wir auch sicher mal wieder sprechen. Es geht um das Thema Milch und Milchunverträglichkeiten. Ja, genau. Das ist heute unser Thema. Und wie du schon so schön gesagt hast, das ist ja eine Nahrungsmittelgruppe, die total polarisiert. Da kann man sich ja die Schädel einschlagen. Aber wie gesagt, das ist heute nicht Gegenstand von unserem Podcast. Ja, für eine Gruppe von Menschen ist es einfach mit die beste Option, so im Hinblick auf Regeneration, Ernährung, Regeneration. Und andere sagen eben, oh, das ist aus diesem oder jenem Grund gesundheitlich oder aus Umwelt- oder Nachhaltigkeitsgründen halt abzulehnen. Gut, soll jeder seine Meinung dazu haben. Wir sind liberal. Aber man kann ja sagen, dass wer's mag, für wen es nicht ein absolutes No-Go ist, dass Milchprodukte schon ein großer Bestandteil von unserer Ernährung ist, für den Sportler, für den Nicht-Sportler genauso. Ja, das ist, Milch ist, wie hieß es denn früher? Ja, da hat mir so fällt gerade irgendein Slogan nicht ein. Es gab mal den Slogan, die Milch macht's. Genau, ja. Die Milch macht's. Ja. Ich hatte gerade noch nach irgendwas anderem gesucht, aber Milch ist eben nicht nur Milch. Milch wird weiterverarbeitet, unterliegt verschiedenen Prozessen und dann kommen eben andere Dinge raus, wie Joghurt, wie Quark, wie Butter und so weiter. Ja, was macht die Milch so besonders? Was ist in der Milch enthalten, was in anderen Stoffen nicht drin ist? Oder also in anderen Nahrungsmitteln? Wenn wir es uns einmal so als reines Nahrungsmittel runterbrechen, wie du schon gesagt hast, Joghurt, Milch, Quark, Käse etc. pp. All diesen Nahrungsmitteln ist gemein, dass sie halt diese hochqualitativ extrem hochwertigen Proteine haben. Und wenn man es einmal von der sportlichen Seite her sieht, aber auch für den nicht sporttreibenden Menschen, der seine Muskelmasse erhalten möchte, kann man sagen, dass diese Proteinbestandteile in der Milch eben ein sehr hohes anaboles Potenzial oder hohe anabole Potenz haben, was nichts anderes bedeutet, dass eben durch diese
Proteine die Ausprägung der Trainingsadaption, der Anpassung unterstützt wird und auch die Muskelproteinsynthese hochgehalten wird. Also das sind die Eigenschaften der Milchproteine, die auch wirklich zweifelsfrei evidenzbasiert sind, jenseits jeglicher ideologischer Betrachtung. Ja, da gibt es trotzdem ideologische Diskussionen, ob man nun die Kuhmilch als Eiweißquelle braucht oder ob das aus der pflanzlichen Geschichte, aber das lassen wir, Das lassen wir außen vor. Ja, wie auch immer, Proteine sind wichtig für die Regeneration, für den Muskelaufbau und so weiter, und in der Milch sind sie gut und natürlich vorhanden. Genau. Und deswegen denke ich, kann man auch sagen, dass die Milchprodukte quasi Regenerationsnahrungsmittel darstellen. Und wenn man sich so dieses ganze Portfolio einmal aus dem Kühlregal zum Beispiel vorstellt, dann finde ich immer ganz gut diese fermentierten Milchprodukte, also wie Joghurt, Kefir, Buttermilch, Skyr, weil diese fermentierten Milchprodukte auch noch positive Auswirkungen haben auf unser Mikrobiom, auf den Darm, Darmgesundheit. Also ist da natürlich auch zu sagen, dass man differenziert zwischen normalen, in Anführungsstrichen nicht fermentierten wie Milch, und halt dann diesen fermentierten Milchprodukten. Genau, und als kleiner Querverweis, es wird nicht besser dadurch, dass High Protein draufsteht, es ist schon so, genau, gut. Da haben wir nämlich schon eine Episode zu aufgenommen, die findet ihr dort, wo ihr auch diesen Podcast hört. Ja, es bekommt aber nicht jedem. Woran liegt dahin das? Also wir haben es vorhin schon mal erwähnt, wie gesagt, es war etwas ketzerisch, es war auch mal in, eine Laktoseintoleranz zu haben. Das war immer schwierig für die, die sie tatsächlich hatten. Es gibt auch viele eingebildete Intoleranzen, das ist auch belegt, aber wirkliche Probleme, Allergien, Intoleranzen und so weiter, die sind oft mit der Milch verknüpft. Wie können wir das auffächern? Wir können es schlussendlich ganz einfach auffächern. Und zwar, wir fächern es auf in eine sogenannte Milch-Eiweiß-Allergie und eine sogenannte Laktoseintoleranz oder anders Wort dafür Laktoseunverträglichkeit. Also absolut zwei Paar verschiedene Stiefel. Komplett unterschiedliche Wirkungsmechanismen. Ja, klär uns mal auf, wo liegt die Problematik beim einen und wo beim anderen? Was sind die Unterschiede? Also der Unterschied zwischen einer Allergie und der Unverträglichkeit ist eigentlich ganz einfach gesagt. Bei der Allergie gibt es keine sogenannte Dosis-Wirkungsschwelle, also es ist unabhängig davon, mit welcher Dosis man in Berührung kommt. Der Körper reagiert schon, also bei der Allergie, auf kleinste Spuren möglicherweise mit heftigsten Reaktionen verschiedenster Ausprägung. Und bei der Unverträglichkeit hingegen ist so, dass der Körper bestimmte... Man muss sich das kurz einmal so vorstellen, das ist wie ein Wespenstich, wenn ich allergisch gegen Wespen bin. Das ist ja eine minimale Menge Gift, die aber eine maximale Wirkung erzeugt. Ganz genau, ganz genau. Und bei der Unverträglichkeit dagegen ist so, dass der Körper mit einem bestimmten Nahrungsmittel, das kann er einfach schlecht verarbeiten. Und das kann halt beides bei der Milch passieren. Ja, das heißt, die Symptome sind auch schlimmer, je mehr ich davon zu mir nehme, wenn es einfach die Unverträglichkeit ist und nicht diese Allergie, wo einfach durch einen kleinen Auslöser eine komplette Kaskade an Folgen abläuft. Ja, ganz genau. Und also wie beim Alkohol. Wie beim Alkohol, ja, genau. Und bei der Milch-Eiweiß-Allergie ist man ja allergisch gegen ein oder es gibt ja verschiedene Milchproteine in der Milch, ist man entweder gegen eins oder gegen verschiedene oder gegen alle eben allergisch. Und da ist ganz interessant, dass bei dieser Allergie hat man eben rausgefunden, dass ungefähr 6% der Kinder an dieser Allergie leiden, also verhältnismäßig wenig. Und das löst sich aber dann bis zum Erwachsenenalter bei 80-90% wieder auf. Also man kann sagen, dass diese Milch-Eiweiß-Allergie also nicht ein sehr häufiges Phänomen ist.
Erstens haben schon sehr wenige und dann verwächst es sich wieder. Und natürlich gibt es Erwachsene, die daran leiden, und das ist auch nicht schön, wenn man daran leidet, weil das kann, oder nicht das kann, sondern das führt zu einer sogenannten gefährlichen Histaminantwort, wie bei dem Wespenstich, dass da die ganze Geschichte dann zack explodiert und lebensbedrohliche Ausmaße nehmen kann. Ja. Deeskaliert oder eskaliert irgendwann der Kreislauf und das kann sehr, sehr, sehr gefährlich sein. Das ist wirklich, das ist nicht lustig, wenn man das hat. Ja. Das ist tatsächlich dann eine systemische Antwort. Ja, bei einer Unverträglichkeit ist eher der Magen-Darm-Bereich betroffen und bei der Allergie dann ist es tatsächlich was durch alle Systeme durchschießt. Genau, das schießt durch alle Systeme durch, aber es gibt durchaus auch die Möglichkeit, dass die Ausprägung doch weniger stark ist. Das ist eine individuelle Geschichte dann. Genau. Nicht, dass man jetzt sagt, jeder, der halt die Allergie hat, hat entweder das so stark, dass das im anaphylaktischen Schock endet. Es gibt auch Möglichkeiten, dass das eben so unterschwellige Symptomatik ist. Und das Tückische ist, dass das oft viele Jahre lang dann im Prinzip unerkannt bleibt und so eine typische Symptomatik in die Richtung kann sein, Durchfall, also immer wieder mit Durchfallprobleme, was auch mit der Unverträglichkeit sich decken könnte, dann Übelkeit, Erbrechen, aber auch Hautprobleme. Also wenn sich die Allergie so in dem Bereich abspielt, dann muss man sagen, die sind natürlich sehr unangenehm, die Symptome, aber Gott sei Dank nicht lebensbedrohlich. Will man jetzt auch nicht haben, will man nicht haben. Ja, und die Therapie ist relativ einfach. Weg und damit. Und zwar ist es der Verzicht, genau. Genau, ja. Also weg damit, außer der Arzt sagt, ja, gewisse Dosis geht oder wie auch immer. Aber grundsätzlich, wenn man da eine Allergie feststellt, weg damit. Gibt es da auch so Verfahren wie Hyposensibilisierung, die wir bei anderen Allergien kennen, die eher so über die Schleimhäute im nasalen Bereich getriggert werden? Wir haben ja Pollen, viele kennen das vielleicht, diesen Pricktest, wo man auf verschiedene Pollen getestet wird und dann kann man über meistens mehrere Jahre laufenden Prozess mit einer gesteigerten Dosierung der Substanzen das Immunsystem trainieren. Funktioniert das auch bei der Milch oder generell bei Nahrungsmittelallergien? Also das weiß ich jetzt nicht bei der Milch, ob es da geht. Ich glaube aber, es geht nicht. Wo es neuerdings Ansätze gibt, ist bei dieser, weil du gesagt hast, Lebensmittel, bei dieser Erdnussallergie, weil das ist ja ganz was Gemeines. Weil diese Spuren von Erdnuss, die ist ja ganz, ganz häufig in den Lebensmitteln drin. Wenn man da so aufs Etikett schaut, da denkt man nicht dran, wo überall Spuren von Erdnuss drin sein kann. Und da habe ich vor kurzem gelesen, dass da jetzt so einen Desensibilisierungsansatz gibt. Ob es das jetzt beim Milcheiweiß gibt, weiß ich nicht, aber meines Wissens gibt's nicht. Aber sicher bin ich mir jetzt nicht. Mit den Erdnüssen haben wir eben das gleiche Phänomen. Es reicht eine minimale Dosis, um eine maximale Wirkung zu erzielen, weil dann einfach eine Kaskade abläuft, die nicht mehr zu stoppen ist. Gibt's doch auch immer in die Krimis, dass man die Leute um die Ecke bringt, dass man irgendwo so Spuren von Erdnuss drin hat und zack, segnest das Zeitliche. Aber wir wollen jetzt keine Mordanleitungen geben. Nein, auf keinen Fall. Ne? Wir gehen lieber von den Allergien weg und beschäftigen uns mit der Laktoseunverträglichkeit, dem bösen Morbus Ottensen. Nein, wenn es der Morbus Ottensen ist, dann ist es meistens kein Problem. Aber eine wirkliche Laktoseunverträglichkeit. Wir haben schon erzählt, es geht da wirklich dann um eine, keine allergische Reaktion, sondern wirklich eine Verdauungsproblematik. Klär uns mal auf. Ja, das ist einfach erklärt. Also der Körper kann die Laktose, das ist der Milchzucker,
Kann er nicht verdauen. Und zwar aufgrund einer Enzymschwäche. Also Enzym ist ein Stoff, der halt diese Laktose, die aus zwei einzelnen Zuckern besteht, aus der Glucose und aus der Galaktose, spaltet. Und wenn dieser Zucker dann, dieser Doppelzucker, dieses Disaccharid dann gespalten ist, dann kann es der Körper aufnehmen und es passiert nichts. Wenn jetzt aber dieses Teilchen, in Anführungsstrichen, dieses Enzym fehlt, um diesen Zucker zu spalten, dann kommt der unverdaut in tiefere Darmregionen und dann macht der halt diese Probleme. Aber das ist ein ganz unabhängig gesundheitliches Problem und hat mit der Allergie überhaupt nichts zu tun. Selbst wenn gegebenenfalls die Symptomatik, wie wir vorhin gesagt haben, Durchfall, Übelkeit, Hautprobleme ähnlich gestaltet, also ausgeprägt ist. Ja, in der Laktose steckt der Wortstamm Lakt drin. Das heißt, es geht um einen Inhaltsstoff der Milch. Ist der in allen Milchprodukten gleich viel vorhanden? Das ist ein guter Einwand. Es ist unterschiedlich, je nachdem, welches Milchprodukt man hat. Also den höchsten Laktoseanteil haben jetzt zum Beispiel, also hat halt Milch und Joghurt. Und was aber erstaunlich ist, das merke ich immer wieder in der Beratung, bei Menschen, die wirklich nachgewiesenermaßen eine Laktoseunverträglichkeit haben, dass die komischerweise fermentierte Milchprodukte, was ja an sich mit der Laktose nichts zu tun hat, im Joghurt ist ja auch ziemlich viel Laktose drin, einen Ticken leichter vertragen, wie jetzt zum Beispiel die pure Milch. Kann vielleicht ein Zufall sein. Also wo jetzt wenig Laktose drin ist, ist der Hartkäse. Je härter, je älter, umso besser. Und da können die meisten eigentlich dann auch was essen, ohne dass sie Probleme bekommen. Du hattest vorhin erwähnt, dass die Milcheiweißallergie eher so eine Erkrankung oder eine Problematik im jüngeren Alter ist. 6% der neugeborenen Kinder haben die und dann baut sich das ab. Wie ist das von der Altersverteilung bei der Laktoseintoleranz? Weil das hört man ja dann doch eher, dass die Leute sagen, ich habe jetzt eine Laktoseintoleranz. Das heißt, die war nicht von Anfang an da. Ja, da ist im Grunde genau umgekehrt. Im jugendlichen, jungen Alter vertragen sehr viele Menschen oder ich glaube die meisten. Die Aktivität von dem Enzym, von der Laktase, die baut sich möglicherweise nicht bei jedem im Laufe des Lebens ab. Und damit kann es schon sein, dass man mit fortgeschrittenem Alter da möglicherweise Probleme plötzlich bekommt. Und die Jahre vorher war alles gut und man hat jeden Tag seinen Becher 500 Gramm Joghurt verzehren können. Ja, wir haben ja bei der Allergie schon besprochen, kleinste Mengen reichen aus, um eine volle systemische Wirkung zu erzielen oder zu bezwecken. Bei der Laktoseintoleranz haben wir auch schon am Anfang gesagt, das ist eine Geschichte, die ist von der Dosis abhängig. Wann merke ich denn, dass das eventuell eine Problematik sein könnte? Welche Symptome habe ich? Wir haben ja schon gesagt, es ist ja eher lokal auf die Verdauungsorgane beschränkt. Ja, das sind im Grunde auch total unangenehme Symptome, wie Durchfall, Blähungen, Bauchschmerzen. Und die Schwere der Symptome hängt davon ab, erstens einmal, mit wie viel Laktose man den Körper konfrontiert und dann auch, wie aktiv diese Laktase, also dieses Enzym, die Spiegel von der Laktase noch sind. Und wenn ich da natürlich das ganze System überfordere, dann habe ich diese Problematik, diese unangenehme. Ja, dafür gibt es standardisierte Tests, wie man das ermitteln kann, ob man nun an dieser Symptomatik leidet, weil es gibt ja noch viele andere Ursachen für Blähungen, Bauchschmerzen, Durchfall und so weiter. Aber jeder versierte, ich glaube, das macht auch der Hausarzt, kann einen da auf die richtige Spur führen, wenn es denn dieser Problematik zugrunde liegt. Ich glaube, der Hausarzt kann es gar nicht. Zumindest nicht jeder Hausarzt, weil man macht ja da diesen Hart-2-Arten-Test. Da
glaube ich, braucht man schon technisches Equipment, dass das, ja, okay, dass das gemacht wird. Also ich denke, da muss man schon ein bisschen spezialisierter sein. Gut, sagen wir mal, jedes allgemeinmedizinische Versorgungszentrum kann einen zumindest zum nächsten Spezialisten schicken. Genau, kann einen zum nächsten Spezialisten schicken und da kann das dann wirklich fundiert und zweifelsfrei diagnostiziert werden. Wir haben gesagt, bei der Allergie sind die Milcheiweiße tabu, genauso wie bei den Spuren von Nüssen reichen kleinste Dosierungen. Wie ist das bei der Intoleranz? Geht da so ein bisschen was? Kann man das vielleicht auch trainieren? Ja, da, also außer du bist jetzt absolut hochgradig unverträglich. Ich kann mich da noch erinnern an meine Zeit in der Apotheke, da hatten wir eine Kundin, die war so hochgradig unverträglich, dass die nicht einmal Tabletten nehmen hat können, wo ein bisschen was an Laktose als Hilfsstoff zum Tablettieren drin ist. Also das war wirklich der Wahnsinn bei der Dame. Aber wie gesagt, es ist dosisabhängig und dieses Trainieren, das ist jetzt ein ganz interessanter Einwand von dir, weil man neigt ja dazu, wenn man schon weiß, ich vertrage das nicht, dass man das dann versucht, so flächendeckend wie irgendwie möglich zu meiden. Und es hat aber dann den Nachteil, dass dieser Rest von Laktase-Aktivität, der höchstwahrscheinlich schon noch vorhanden ist, sich immer weiter runter reguliert. Das heißt, ich werde immer, immer empfindlicher. Und deswegen ist eine sehr gute Empfehlung, wenn man sagt, man kann, muss man halt daheim machen, wenn man nicht gerade aus dem Haus muss oder einen wichtigen Termin hat, dass man einfach diese laktosehaltigen Lebensmittel so Schritt für Schritt ein bisschen hochtitriert und so schaut, wo ist die Grenze, wo geht's, wo macht's mir nichts oder wo ist noch gut tolerabel, dass ich da den Darm trainiere. Das kann man übrigens mit der Fructose genauso machen. Okay. Wir wissen ja, die Laktase ist ein körpereigenes Enzym, was im Darm ausgeschüttet wird. Kann ich das auch zu mir nehmen? Ja, das kann man auch zu sich nehmen. Und zwar, wenn ich weiß, ich bin jetzt zum Beispiel irgendwo zum Essen eingeladen und da ist schon auf der Speisekarte eine Soße oder ist doch wurscht, irgendwas mit wo halt die Laktose drin ist, angekündigt. Oder ich möchte das halt einfach jetzt essen, weil mir das gut schmeckt. Dann kann man vor oder während der Mahlzeit Laktase-Tabletten einnehmen. Also dieses Enzym zu sich nehmen, das man in unzureichender Menge im Körper hat. Und das funktioniert wohl ganz gut, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger gut. Da muss man, denke ich, auch ausprobieren, denn dass man das richtige Zeitfenster erwischt und auch die richtige Menge. Ja, und die richtigen Zeitfenster sind gerade in der Verbindung mit Sport auch sehr wichtig. Ich glaube, das ist dann selbstverständlich, dass ich, wenn ich weiß, dass ich an einer der Problematiken leiden sollte, dass ich da dann, wenn es im Sport drauf ankommt, mit den entsprechenden Zeitfenstern arbeite, um da einfach nicht in ein Risiko zu laufen. Ja, das wäre jetzt nicht so schlau, wenn man das anders machen würde. Ja, der Liter Milch vor dem Marathon ist sowieso nicht so schlau. Glaube ich auch. Aber auch dazu haben wir schon gesprochen. Ja, was nehmen wir mit nach Hause von dem Ganzen? Also wenn ich Milchprodukte gerne esse und wenn ich sie aber nicht so unbedingt gut vertrage, dann muss man jetzt nicht pauschal drauf verzichten, sondern mal aufklären, woran liegt's denn? Ist die Allergie, die ich zum Beispiel über sogenannten IgE-Capras-Test beim Arzt machen lassen kann, ist die Diagnose eben diese Allergie, dann schaut's eher schlecht für mich aus. Wenn man die Diagnose Laktoseintoleranz hat, dann kann man ja schauen, wie ausgeprägt ist die, kann ich mich rantasten, kann ich mir vielleicht eine gewisse Dosis gönnen, die noch für mich passt. Ja, dann haben wir das Thema doch rund. Ich danke dir. Ich danke dir, Frank. Und allen euch da draußen wünschen wir natürlich weiterhin guten Appetit, ob mit oder ohne Milchprodukte, und bleibt gesund. Genau. Servus.